es eine Premiere mit Essen auf einen Salat. Machst du Kamera oder Video? Wie war dein Name gerade nochmal? Lisa. Lisa. Auf einen Salat mit Lisa. Ein paar Salatblätter mit Salatblätter und was ist es eigentlich noch? Tomaten? Zwiebeln. Zwiebeln, viel Zwiebeln. Kartoffelsalat. Blumenkohlsalat. Und Tzatziki, glaube ich, ist das. Oder Joghurtminze. Ich probiere mal für die Kamera. Bedien dich ruhig. Mit dem Messer essen ist irgendwie blöd. Aber man kann das auch. Aber weißt du, ich glaube, ich möchte erst plaudern. Und dann essen. Und dann richtig genießen. Mhm. Dieses hammergeile Essen, das es hier gibt nämlich. Aber es ist jetzt nicht so reichhaltig, was du isst eigentlich. Und das ist ja auch erst die erste Runde. Ah, erste Runde. Und danach was? Zweite Runde. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Mhm. Mal sehen, ne? Mhm. Ob ich da noch Lust habe. Mega geil. Mhm. Warst du heute im Workshop? Ja. In was für einem Workshop bist du? Körper tauschen. Mit wem? Wer den leitet? Nee, mit wem der Körper getauscht wird. Ach so. Bisher noch nicht konkret. Aber heute haben wir eine Prostituierte interviewt und haben vor, mit ihr den Körper zu tauschen. Wobei ich mich noch frage, ob ich das überhaupt will. War ein sehr, sehr beeindruckendes Interview. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Sie hat viel erzählt über ihre Arbeit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie hat viel versteckt. Also sie hat die Arbeit so dargestellt, als ob es da irgendwie nicht irgendwie, als ob sie in keinem Zwiespalt damit steckt, die Arbeit zu machen, wo es nicht darum geht, dass sie ihren Körper verkauft, sondern aber was hat sie versteckt dann, wenn sie keinen Zwiespalt einfach hat? Weil ich ihr das nicht glaube, dass sie gar keinen hat. Okay. Also sie hat einige Sachen erzählt. Rebecca, komm doch her. Ach so, macht ihr das mit jedem? Nee, nicht mit jedem. Wer halt hier gerade so rumläuft, der wird angequatscht. Nur ausgewählte. Bitte? Nur ausgewählte. Oh. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich noch Nudelsalat mitgebracht. Für die zweite Runde dann mit Nudelsalat. Ich glaube, ich hätte direkt 3 Teller hier hingestellt, wenn ich das gewusst hätte. Was hat die erzählt? Du warst beim Zwiespalt der Prostituierten. Genau. Den du ihr... Ich habe sie gefragt, ob sie schon mal Gewalt, also ob sie Erlebnisse gehabt hat, die sie geprägt haben, unter anderem vielleicht auch Richtung Gewalt, und sie dann eine Geschichte erzählt hat, wo es nicht in dem Sinne um Gewalt ging, aber um, dass jemand was von ihr genommen hat, von ihrem Körper, so gefühlt, was sie auch so beschrieben hat. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich ausgenutzt gefühlt hat, und da hat sie Nein gesagt. Und vielleicht ist es so, aber irgendwie, ich meine, das ganze Gespräch muss auch noch sacken. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Insgesamt, und es war viel Input auch. Aber irgendwie habe ich ihr das dann nicht ganz geglaubt. Weil wenn sie kein Problem, sie hat im Nachhinein diese Person, mit der sie dieses Erlebnis hatte, nochmal getroffen und sich daraufhin verhalten und ihren Körper zugemacht und der Person das verwehrt, was sie vorher mit ihr machen wollte. Und darin steckt für mich schon der Zwiespalt. Und sie behauptet, das hätte aber nichts mit ihr gemacht. Deswegen, aber das muss ich für mich noch sortieren. Was ist das Interessante daran für dich als Schauspielerin? Das ist interessant. Oder ist das gar nicht wichtig, vielleicht? Also das Schauspielen an sich ist mir sehr wichtig. Ich glaube, dass ich schon immer spiele. Also nicht jemandem was vorspielen, aber das, was ich denke, worum es im Schauspiel geht, dass ich das schon längst, also auch als Kind schon, getan habe, ohne es irgendwie zu bezeichnen. Also ich habe vor knapp drei Jahren zum ersten Mal Theater gespielt. Meine aber, dass ich mein ganzes Leben lang eigentlich schon gespielt habe. Und das, im Spiel geht es ja nicht um das Vorspielen, sondern um das Miteinanderspielen eigentlich. Und das ist mir wichtig, ja. Das Spielen, wie Kinder spielen, diese Unbefangenheit und diese Naivität, die dann eine Spur mit hat. Was ja auch gestern bei eurem Stück eigentlich so war. Also das ist so eine
eigentlich gar keine Trennung gibt zwischen sowas wie Rolle und dem einfach auf der Bühne sein. Das ist das Schönste, ja, wenn das sein kann. Das kam zumindest rüber gestern, also in vielen Momenten, fand ich. Das ist schön.